war 15, als der Krieg zu Ende ging und damit auch die Nazi-Diktatur. Ich war 16, als die ersten Bücher jener Autoren neu erschienen, die 12 Jahre lang verboten und verbrannt gewesen waren. Ich war 17, als in der Ostzone, wo ich lebte, nur noch die Bücher kommunistischer und russischer Schriftsteller gedruckt wurden, in den Westzonen nur die Werke westlicher Autoren. Ich war 18 und die Ostzone wurde eine Republik und es gab neues Geld mit Hammer und Zirkel auf dem Rücken. Ich war 19 und es gab in meinem Land eine neue Zensur. Faulkner wurde nicht gedruckt zum Beispiel, Sartre nicht aufgeführt zum Beispiel und Kafka verboten. Ich war 20, als ich versuchte, meine ersten literarischen Arbeiten in der neuen Diktatur zum Druck durchzuschmuggeln. Ich war 21, als mich das Regime verhaftete und in ein Arbeitslager nach Workuta deportierte, wo ich viele Jahre lang keine deutsche Zeitung, kein deutsches Buch lesen konnte. 25 war ich schließlich, als ich freikam und in die Westzone ging, die inzwischen auch eine Republik geworden war, was mir zunächst nicht viel bedeutete, aber dass ich nun alle Bücher lesen, wenn auch nicht kaufen konnte. Das war neu in meinem Leben und machte es reich, gab mir Mut zum Schreiben. Ich war spät dazu gekommen, später als allgemein die Autoren meiner Generation, wie auch schon eine Generation vor mir, die man die vom Krieg Geschlagenen nannte. Ich gehörte zu jener, der vom Nachkrieg Geschlagenen. Vom Nachkrieg geschlagen sieht sich auch manch einer, der von Anfang an im Westen lebte. Wolfgang Köppen liest aus Tauben im Gras 1951. Bedrohung, Verschärfung, Konflikt, Spannung. Doch niemand entflieht seiner Welt. Der Traum ist schwer und unruhig. Deutschland lebt im Spannungsfeld. Östliche Welt, westliche Welt. Zerbrochene Welt, zwei Welthälften, einander Feind und Fremd. Deutschland lebt an der Nahtstelle, an der Bruchstelle. Die Zeit ist kostbar, sie ist eine Spanne, nur eine karge Spanne, vertan, eine Sekunde zum Atemholen. Atempause auf einem verdammten Schlachtfeld. Stimmen der deutschen Literatur, die Situation in den frühen 50er Jahren. Vom Nachkrieg geschlagen, vom Kalten Krieg, von der Ost-West-Konfrontation. Auf beiden Seiten rüstet man, zunächst politisch-ideologisch, dann auch militärisch. Den Blick unverdrossen nach vorn gerichtet, hier auf das stetige Wachstum des Wohlstands, dort auf den unausweichlichen Sieg des Sozialismus. Legitimation vor allem auch in der Abgrenzung vom anderen findend, hier Antikommunismus, dort Antikapitalismus. Die Literatur reflektiert die deutsche Teilung zunächst nicht, aber die Beziehungen der Autoren in Ost- und Westdeutschland zueinander spiegeln die Verhältnisse sehr genau. Der erste deutsche Schriftstellerkongress vom Oktober 1947 in Ost-Berlin ist zugleich der letzte gesamtdeutsche für Jahrzehnte. In der Folgezeit nehmen die beiden deutschen Literaturen einander kaum zur Kenntnis. Dies gilt bis in die 60er Jahre hinein übrigens auch für Literaturkritik und Literaturwissenschaft. Im Osten wird die westliche Literatur dem Zollgesetz unterworfen, wie alles, was unter dem Verdacht des Individualismus oder des Kosmopolitismus steht. Im Westen ist die Literatur der DDR nicht auf dem Markt und sie ist auch unter ästhetischen Gesichtspunkten nicht sonderlich attraktiv, diese Arbeiter- und Bauernepik, diese Industriedramatik und die Parteilyrik. Aber auch im Westen stellt sich durchaus die Frage nach der politischen Opportunität. Ein Fall beschäftigt die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik und in Österreich auf Dauer. Bertolt Brecht. Soll man ihn, darf man ihn im Westen aufführen? Habt ihr alle was zum Schreiben? Also, ich schreibe jetzt drei einfache Wörter an. Ast. Nest. Fisch. Ich wiederhole. Ast, Nest, Fisch. Bitte, muss es eigentlich gerade Ast, Nest, Fisch sein?
Wir sind alte Leute und möchten doch gern rasch die Wörter lernen, die wir brauchen. Da sehen Sie, woran Sie das Lesen lernen, ist doch völlig gleichgültig. Wieso? Wie zum Beispiel schreibt man Arbeiter? Das interessiert uns an Pavel Sigorski. Ast kommt doch nie vor. Er ist Metallarbeiter. Ja, aber die Buchstaben kommen darin vor. Aber in dem Wort Klassenkampf kommen da auch die Buchstaben vor. Ja, aber ihr müsst mit dem Einfachsten anfangen und nicht gleich mit dem Schwierigsten. Ast ist einfach. Klassenkampf ist viel einfacher. Es gibt doch gar keinen Klassenkampf, das wollen wir zunächst einmal feststellen. Dann kann ich von Ihnen nichts lernen, wenn es bei Ihnen keinen Klassenkampf gibt. Du sollst hier lesen und schreiben lernen. Und das kannst du auch. Lesen ist Klassenkampf. Natürlich erscheint derlei im Westen als schwer erträglich. Wer Brecht auf die Bühne bringen will, beruft sich folglich auf jene Stücke, die gewissermaßen gegen Brechts politische und ästhetische Überzeugungen geraten sind. Offene Fragen, opulentes Theater, Mutter Courage, Galileo Galilei. Brecht selbst mag das als List der Vernunft akzeptiert haben. Den ideologischen Wachmännern im Osten missfiel es ebenso wie denen im Westen. Im Rückblick auf die Brecht-Diskussion der 50er Jahre markiert der Wiener Kritiker Friedrich Thorberg seinen Standpunkt. Brecht ist kein unpolitischer Autor, sondern ein im höchsten Grade politischer. Er hat mit allem, was er schrieb, also auch mit seinen Theaterstücken, die Propagierung eines eindeutig ideologisch bestimmten Weltbildes verfolgt. Eines Weltbildes, das dem im westlichen Sinn demokratischen Weltbild durchaus feindselig entgegensteht. Und wenn er gelegentliche Meinungsverschiedenheiten mit den östlichen Machthabern hatte, so ist das allenfalls ein Beweis für den Rang seiner Persönlichkeit, aber es macht ihn in keiner Weise zu einem heimlichen Parteigänger des Westens. Die Meinungsverschiedenheiten, auf die Thorberg anspielt, betrafen unter anderem Brechts Oper Das Verhör des Lucullus von 1951. Damals war gerade eine vom Zentralkomitee gesteuerte Kampagne gegen den Formalismus im Gange. Auch Brechts Haltung zu den Ereignissen des 17. Juni 1953 war nicht ganz im Sinne der Partei. Sein immerhin zwiespältiger Brief an Ulbricht, in dem von einer großen Aussprache mit den Massen die Rede ist, wird im neuen Deutschland verkürzt wiedergegeben, reduziert auf Gruß- und Ergebenheitsformel. Von Brechts Gedicht Die Lösung erfährt man erst nach seinem Tod. Die Lösung. Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?